und Wohnung. Liebe Fasnachter, liebe Fasnachterinnen, liebe Gäste, Vergangenheit, das Vakobratere, wünscht euch von Herzen ein schönes, ein hoffentlich fröhliches, ein engagiertes und ein friedliches neues Jahr. Hoffentlich geht der eine oder andere Wunsch in Erfüllung. Gegenwart, Friede zueinander, zur Paketenvernissage, ein Sujet von Pratelfasnacht 2024. Man hat zuerst gemeint, für das 24. kommen nicht so viele Vorschläge. Weil es ist ja vermutlich nicht so viel gelaufen. Wie heisst es so schön? Wir wurden eines Besseren belehrt. Total haben wir von sage und schreiben 17 Künstlerinnen und Künstler Vorschläge bekommen. Altersspanne etwa zwischen 15 und 80 Jahre. Wir haben also aus total 23 Vorschläge dürfen auswählen. Nach einer längeren Sitzung sind zum Schluss noch 3 Vorschläge übrig geblieben, wo wir ins letzte Detail kontrovers diskutiert haben. Bis wir uns das Bratl-Fasnacht-Sujet 2024 rausgekoren haben. Wie üblich probieren wir als Laudator für unsere Plagetten eine Persönlichkeit zu finden, die etwas mit dem Sujet zu tun hat. Wenn ich jetzt gerade der Alex aufrief, hat das nichts mit der Metzgerei zu tun. Aber im einen oder anderen wird natürlich ein Licht aufgehen. Begrüßen Sie mit einem warmen Applaus den Alex Brandt. Ja, eben. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht und wünsche euch alles Gute für 2024. Das gehört mir wieder. Fübig am Umzug, Fasnachtsumzug 23, über die Premiere sind wir eigentlich nicht so glücklich gewesen. Es war ein riesiger Schock für uns, als es am Mittwoch vor der Fasnacht geheissen hat, unser Fasnachtsfeuer ist nicht gesetzeskonform. Dabei haben wir uns doch so Mühe gegeben, dass nur sauberer Baumschnitt und gebrauchte Weihnachtsländchen auf unser Feuer kommt. Am Fasnachtssamstag haben wir sogar mehrere Kippen grünes Holz aussortiert und weggeführt. Aber auch dieser kleine Hoffnungsschimmer hat dann nicht gelangt. Das Feuer ist abgesagt worden. Wir waren alle sehr traurig und haben uns dann entschlossen, am Fasnachtsumzug als Trauermarsch mitzumachen. Die vielen lieben Zurufe haben uns dann aber wieder Mut gemacht, unseren Kopf wieder zu heben. Eine Woche darauf haben wir anstelle vom Feuerplatz aufräumen, unser Feuer Sommerfest gemacht. Das haben wir noch nie gemacht. Und dann ist es losgegangen. Viele Gespräche sind geführt worden, sogar im Landrat ist Bratl-Fasnachtsfeuer das Thema gewesen. Und während dem Jahr haben wir rund 7 verschiedene Lösungsvarianten ausgearbeitet. Und schlussendlich haben wir jetzt einen Weg können einschlagen. An dieser Fasnacht im 24 werden wir unser Reservefeuer, wie ich so schön sage, vom letzten Jahr 23 anzünden. Und gleichzeitig werden wir ab nächsten Samstag, 12. Januar, das Feuer fürs 25 bauen. Wir sind vorausschauend. Also los, stellt doch nächsten Samstag eure Weihnachtsbaum raus. Wir können ihn gerne holen. Die Feuerbiegen freuen sich nämlich aufs Holzsammeln 2024. So, aber eigentlich bin ich ja nicht da, um über das Fasnachtsfeuer zu erzählen. Wir haben uns ja getroffen für einen anderen Grund. Und glaubt mir, wir wären gerne kein Fasnachtssujet geworden. Sondern hätten lieber unser Feuer angezündet. Gleichwohl habe ich gerne zugesagt, wo mich das Fakko angefragt hat, die heutige Laudatio zu heben. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt. Die zündende Idee für Sujet 2024
hat einmal mehr den Frank Schmoll gehabt. Mit seinem Vorschlag, wir zünden. Herzliche Gratulation. Das vorige Jahr, 2023, war ein Herzjahr. Aber wir haben es aufgerafft und wir haben Lösungen gefunden. Es stehen uns zwar ein paar Hürden vor uns. Jedoch hoffen wir, dass wir die Tradition Holz sammeln für das Weihnachtsfeuer für noch weitere viele Jahre können aufrechterhalten. Ich möchte mich jetzt recht herzlich bedanken bei allen, die mich in diesem Jahr unterstützt haben. Mit Ideen, mit Mut gemacht haben. Das hat es gebraucht. Dankeschön vielmals. Zum Schluss wünsche ich jetzt allen, besonders natürlich den Feuerbeiger, eine gesellige Vorbereitungszeit auf die Fasnacht 2024. Dankeschön vielmals, wir sehen uns sicher einmal im Dorf. Jetzt hat ja mehr Zeit als ich. Da werden die Künstler, kennen den ja. Er ist selber in einem Fasnachtskomitee in Rheinland-Rhein. Er hat ungefähr die gleichen Probleme, weil sie auch einen Fackel gezogen und Feuer, das sie wenn, aber vielleicht nicht dürfen anzünden. Also er ist völlig drin in diesem Thema. So, jetzt wollen wir aber den neuen Entwurf von Frank auch auf der grossen Plakette, wo wiederum unser Fackelkünstler Theo Frey geholt hat, anschauen und bestaunen. Tambour, vorwärts, Marsch! Die bestellten Plaketten sind im Fakobüro bereit und können abgeholt werden. Jetzt sage ich noch einmal ein Dankeschön allen, vor allem Fremzi und ihrer Schwester Lili fürs Backen, für die Köstlichkeiten, die ihr nachher kredenzen dürfen als Apéro. Die Bewertung von den Schorenickeln, die das ja das erste Mal machen, ist auch mit der Grund, warum es die Vernissage erst jetzt im neuen Jahr stattgefunden hat. Im Weisskopf habe ich für die Beleuchtung, der Presse, die uns jedes Jahr freundlich gesinnt ist. Und natürlich für uns vor allem wichtig, die Bürgergemeinde, die Gemeinde und die VVP für die Übernahme vom Apéro. Sehen wir den einen oder anderen noch heute oben nach dem Apéro im Bauernlümmelkeller, der heute für euch offen hat. Bauernlümmelkeller, wenn jemand nicht weiss, wo er ist. Er ist ja dort unten am Vereinsshop. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns an einem der Ladungs. Ciao zusammen.